Hello everyone, and welcome to our video series on Learn German for Beginners. In this chapter, we continue with A2. In this lesson, you'll be learning how to talk about the character traits of a person in German. So, let's begin. Lektion 2. Charaktereigenschaften. Noch einmal, Charaktereigenschaften. So, wir lernen ein paar Adjektive für Personen. Diese Adjektive sind Eigenschaften einer Person. Wir wiederholen sie und dann bilden wir Sätze. So, hier ist das erste. Freundlich. Noch einmal, freundlich. Und das nächste ist sympathisch. Noch einmal, sympathisch. Please don't confuse this word with the English sympathetic. They are two different words. Lieb. Noch einmal, lieb. Schön. Noch einmal, schön. Oder hübsch. Noch einmal, hübsch. Das nächste ist ruhig. Noch einmal, ruhig. Manchmal sagt man auch ruhig. Höflich. Noch einmal, höflich. Lustig. Noch einmal, lustig. Man sagt auch lustig. Humorvoll. Noch einmal, humorvoll. Kreativ. Noch einmal, kreativ. Begabt. Noch einmal, begabt. Schüchtern. Noch einmal, schüchtern. Selbstbewusst. Noch einmal, selbstbewusst. Bekannt. Noch einmal, bekannt. Anders. Noch einmal, anders. Fleißig. Noch einmal, fleißig. Man kann auch sagen, fleißig. Arrogant. Noch einmal, arrogant. Attraktiv. Noch einmal, attraktiv. Hilfsbereit.
noch einmal hilfsbereit. Mutig. Noch einmal mutig. Man sagt auch mutig. Liebevoll. Noch einmal liebevoll. Modebewusst. Noch einmal modebewusst. Egoistisch. Noch einmal egoistisch. Ehrlich. Noch einmal ehrlich. Und das letzte. Zuverlässig. Noch einmal zuverlässig. Man sagt auch zuverlässig. Das waren jetzt ein paar Eigenschaften. Es gibt natürlich viel mehr positive und negative Eigenschaften. Bitte immer versuchen, Adjektive mit Gegenteilen zu lernen. Hier habe ich eine Liste für euch. Freundlich, unfreundlich. Lieb, lieblos. Ruhig, unruhig. Höflich, unhöflich. Humorvoll, humorlos. Kreativ, unkreativ. Begabt, unbegabt. Bekannt, unbekannt. Fleißig, faul. Mutig, ängstlich. Ehrlich, unehrlich. Zuverlässig, unzuverlässig. Schüchtern, selbstbewusst. Viele Gegenteile kann man mit dem Präfix un formulieren, aber nicht alle. Wenn wir über Charaktereigenschaften von einer Person sprechen, können wir auch Adverbien benutzen. Zum Beispiel, Sabine ist sehr schön. Sehr ist ein Adverb. Adverbien geben uns mehr Informationen über das Adjektiv. Wir sehen andere Beispiele. Alex ist ganz anders. Mona ist etwas schüchtern. Hier noch ein Beispiel. Caroline ist ziemlich ruhig. Boris ist immer hilfsbereit. Manchmal hat eine Person auch negative Eigenschaften. Dann kann man so einen Satz bilden. Tanja ist etwas arrogant, aber immer zuverlässig. So, wir haben heute 5 Adverbien gelernt. Sehr, ganz, immer, ziemlich, etwas. Jetzt schreib über ein paar Freunde. Was für Eigenschaften haben sie? Sehr gut. Danke. Thanks for watching this video. If you like this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel for more videos.
If you have any questions or comments, you can leave them in the comment section below. Tschüss! Auf Wiedersehen!